Es freut uns, dass wir so erfolgreich sind. Es freut uns, dass wir an einem so schönen Tag demonstrieren können. Man könnte eigentlich richtig zufrieden und erfreut sein, gäbe es nicht diesen Anlass, der uns heute zusammengeführt hat. Diese feige und diese hinterhältige Tat, die der Oberstaatsanwalt wie folgt kommentierte: Wer nachts einen Brandsatz auf ein bewohntes Haus wirft, der nimmt den Tod der Bewohner in Kauf. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Die Polizei konnte bisher die Täter trotz intensiver Ermittlungsversuche und trotz Einrichtung einer Sonderkommission nicht fassen. In unserem Land gilt Gott sei Dank die Unschuldsvermutung. Gott sei Dank kann niemand in einem demokratischen Rechtsstaat einfach auf Gutdünken eingelocht bzw. verurteilt werden. Das unterscheidet im Übrigen unsere Gesellschaft von den politischen Zielen derjenigen, die wir bekämpfen wollen. Aber die politische Kausalität, der Zusammenhang dieser Tat mit dem dummdreisten Auftreten einer neuen extremen Rechten, die seit mehr als einem Jahr hier in Wetzlar versucht, die Stadt zu vereinnahmen, die wird niemand bestreiten können, der eins und eins noch zusammenzählen kann. Seit dem Herbst 2008 agieren in Wetzlar junge Rechtsextremisten, die sich selbst Anti-Antifa oder autonome Nationalisten nennen. Einige von ihnen konnten wir leider auf dem Vorbeiziehen hier hoch auf den Domplatz in der Krämerstraße wieder erleben. Sie fordern auf ihrer Homepage auf, ihnen Namen, Adressen, Bilder, Telefonnummern zukommen zu lassen von, ich zitiere wörtlich, Antifaschisten, Antideutschen und allen anderen Schandflecken in dieser Stadt. Zitat Ende. Nicht nur ihre Wortwahl ist sehr aggressiv, ihre Taten sind es leider auch. Ein Lehrer der Theodor-Heuss-Schule ließ unseren Aufruf für die heutige Veranstaltung im Unterricht von zwei Schülerinnen verlesen und befragte anschließend die Klasse nach ihren persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen zum Thema Rechtsradikalismus. Eine türkische Schülerin berichtet, ihre Familie sei mit einem neuen Audi Q7 in Wetzlar unterwegs gewesen. Als sie ihr Auto abgestellt hatte, wurde sie von einer Gruppe jugendlicher Neonazis beschimpft. Wo habt ihr denn das viele Geld her? Hätten sie gesagt, solch ein Auto zu fahren. Dann haben die Jugendlichen Steine geworfen. Der Sachschaden sind 3000 Euro. Die Familie hat inzwischen diesen Wagen verkauft. Ein anderer Schüler berichtete in derselben Klasse, ein Schüler türkischer Herkunft, dass er abends von Aslan nach Wetzlar mit dem Zug fahren wollte, allerdings am Bahnhof auf eine Gruppe von Neonazis stieß und sich dann lieber von seinen Eltern wieder abholen ließ. Eine deutsche Schülerin aus Oberwetz berichtet, dass es in ihrem Dorf viele Neonazis gäbe. Vor einiger Zeit öffnete ein türkischer Mitbürger in Oberwetz einen Dönerimbiss. Beim familiären Abendessen zu Hause wurde auch darüber geredet und die Eltern der Schülerin sagten, der traut sich was. Einige Tage später waren sämtliche Fensterscheiben dieses Dönerladens eingeschmissen worden. Ein Schüler, dessen Vater die Musikkneipe Harlekin in Wetzlar gehört, berichtet von Polizeieinsätzen und von rechtsradikalen Bombendrohungen gegen das Lokal. Soweit aus diesem Bericht
von einer Diskussionsstunde in einer Schulklasse. Genau in diesem Harlequin fand im letzten Herbst des vergangenen Jahres eine Veranstaltungsreihe statt unter dem Titel Wege finden gegen Nazi-Aufmärsche und Agitation in Wetzlar. Hierüber erschienen zwei große Berichte, in denen unter anderem Joachim, dessen Familie der Brandanschlag galt, mehrfach zitiert wurde. Joachim dokumentiert Aktivitäten der extrem Rechten in Wetzlar mit seiner Videokamera und macht sie über das von ihm betreute Jugendnetz Wetzlar publik. Auf YouTube und woanders. Und dadurch dieser Applaus spricht für sich selbst. Und dadurch dokumentiert er die Aktivitäten der extremen Rechten und kam somit in den Fokus dieser Szene. Seitdem gibt es im Internet eine Reihe von anonymen Drohungen gegen Joachim. Sie reichen von Beschimpfungen bis zur Androhung. Man werde zurückschlagen und Vergeltungsmaßnahmen ausüben. Vor dem Brandanschlag wurde das Familienhaus zweimal mit rechtsextremen Parolen beschmiert und der Wagen der Familie mit Farbattacken beschädigt. Mit dem Brandanschlag hat die Gewalt eine neue Qualität bekommen, bei der das Leben von Menschen aufs Spiel gesetzt werden. Das erinnert fatal an eine Familie aus Dortmund-Dorsfeld, die dort in das Visier der dortigen extremen Rechten geriet. Auch dort ging es um öffentliches Mobbing und um systematischen Terror. Diese Familie hat zum Schluss ihre Heimat verlassen, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Ich finde, derartiges darf sich in Wetzlar nicht wiederholen. Lebensgrundlebensherstand und wir wollen, dass das so bleibt. Und zwar für alle Menschen, ob deutscher oder anderer Herkunft. Deshalb können wir nicht dulden, dass hier Familien in Angst und Schrecken versetzt werden. Und umso mehr freue ich mich über diesen breiten Erfolg, dass so viele Menschen diesem Aufruf gefolgt sind. Dafür recht herzlich Dank. Ich darf euch alle begrüßen, auch im Namen der vielen Unterzeichnerinnen und Unterzeichner unseres Aufrufs. Und ich möchte um Nachsicht bitten, bei allen, die diesen Aufruf vor seiner Veröffentlichung beitreten wollten und wir aus Platzschutz sie gar nicht mehr aufnehmen konnten. Ich möchte Dank sagen bei allen, die nach der Veröffentlichung unseres Aufrufs mit ihrem Engagement, mit ihren Aktivitäten als Schulleitung, als Schülervertretungen, als Betriebs- und Personalräte, als Pfarrer bei der Kirche, Abgeordnete, Politikerinnen und Politiker der benachbarten Landkreise, aus Sozialverbänden, aus Gewerkschaften, aus Sportvereinigungen wie die HSG und Spitzensportlerinnen wie Pia Künzer, alle gesagt haben, wir sind heute hier bei euch. Stellvertretend seien auch erwähnt die Malteser von Wetzlar mit ihren sanitätsdienstlichen Betreuung, die sie auf der Grundlage dieses Aufrufs heute kostenlos zur Verfügung stellen. Und dann vielleicht auch der Gewerkschaft Verdi, die diesen LKW uns kostenlos zur Verfügung stellt, damit wir überhaupt die Veranstaltung so auch schnell durchführen konnten.
der Firma AEM Akustik aus Gießen.